Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Hintergrundgeräusch, aber probieren wir es. Ja, bei dir. Dann ist es ein bisschen lauter. Genau. Hallo zusammen, willkommen zur neuen Folge Schwertgeflüster. Folge 9, diesmal mit dem Thema mit dem Meierkreuz zu den bloßen Fechten, Grundlage oder Zeitverschwendung. Eigentlich hätte diese Folge ja am Vorabend des Swordtrip Gatherings in München ausgestrahlt werden sollen. Sie wird jetzt immer noch am gleichen Datum ausgestrahlt, aber das Gathering wurde ja leider abgesagt aufgrund des Coronaviruses. Wir drücken alle ganz feste die Daumen, dass das tatsächlich noch klappt, das dieses Jahr nachzuholen. Wir hoffen, dass diese Folge hier und auch die übrigen Folgen, ach, der ganze Podcast, und insbesondere auch unsere Folge zur, was ihr machen könnt in der Trainingspause, um mit Corona zu trainieren, dass euch das irgendwie weitergeholfen hat und etwas über die Situation hinweggeholfen hat. Mein Name ist Alexander Fürgut, ich bin wie immer hier mit Michael Sprenger. Hallo Michael. Am besten steigen wir jetzt in den Podcast einfach gleich mit dieser Pro-Kontra-Argumentation ein und erklären weder was zu Joachim Meyer noch zum Kreuz. Ja, fangen wir vielleicht doch einfach mal mit dem Meierkreuz an. Kannst du das mal kurz zusammenfassen, was das ist? Genau, und was man damit macht, ist letztendlich Hiebkombinationen zu üben. Also wer das noch nie gesehen hat, man bleibt immer auf einer Bahn. Also zum Beispiel die äußersten Zahlen, da steht die 1 rechts oben, die 2 links unten, die 3 rechts unten und die 4 links oben. Und das Kreuz selber teilt die Blößen ein, also die oberen Blößen, die unteren Blößen jeweils links und rechts. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich in Reihenfolge der Zahlen die meine Hiebe schlage. Also ich fange rechts oben an, mache einen Oberhau. Dann von links unten einen Unterhau, dann von rechts unten einen Unterhau und von links oben einen Oberhau. Und das sind jeweils vier Abfolgen und es sind alle Permutationen davon. Das heißt, man hat dann alle Kombinationen von Ober- und Unterhäuen, die man aus diesem, also die man schlagen kann, zu den Blößen einmal gemacht. Ja, magst du das? Also, Meier ist ein ganz großer Fan davon. Magst du das einfach kurz einmal zusammenfassen?
Also tatsächlich ist das auch das, wenn Leute das unterrichten oder in ihre Workshops zum Beispiel zum Aufbauen einbauen, dann heißt das üblicherweise, macht das mit der kurzen. Ich habe hier übrigens einen Print Joachim Meyer in der Übersetzung oder beziehungsweise Transkription von Wolfgang Landwehr. Da kommt das Meyerkreuz immerhin auf einer respektablen Seite 97 von insgesamt knapp 500. Wir hatten das ja in der Corona-Folge schon. Meyer ist jetzt nicht unbedingt die kürzeste Quelle. Genau. Weißt du, ob das, ist das in dem Teil, wo er auf die Handarbeit eingeht? Ja, wir reden über den Björn Rüther von Hammerborg. Einen netten Gruß an den Herren. Er ist dafür bekannt, im ganzen Land nach Rüher Meier zu fechten und entsprechende Videos zu machen. Die werden wir mal in den Shownotes verlinken, für den unwahrscheinlichen Fall, dass die unsere Hörer noch nicht gesehen haben. Das habe ich jetzt voll verpasst, das in der Vorbereitung des Podcasts nochmal anzuschauen. Ich hoffe, das geht auch so. Ja, also eigentlich eine recht tragische Geschichte, denn er hat, das ist auch neu, die alten Fechtbücher sind ja alle von Hand geschrieben, von Hand gezeichnet und Meyer hat sich schon des Buchdruckers bemächtigt, dementsprechend konnte er das auch reproduzieren. Dementsprechend haben wir auch erstaunlich, also die von Meyer haben wir noch, wissen wir relativ viel und wir haben auch noch mehrere Ausgaben erhalten. Der hat sich allerdings mit dieser ganzen Aktion der Veröffentlichung ziemlich in Schulden gestürzt. Und ja, eigentlich war auch diese ganze Sache, dass er nach Schwerin an den Hof ist, für ihn eine Chance, aus den Schulden wieder rauszukommen. Das hat dann ob seines frühen Ablebens nicht mehr ganz so gut funktioniert. Interessanterweise auch, es tauchen immer wieder neue Exemplare von den Meyer-Büchern auf. Es kam jetzt erst letztes Jahr, hat irgendjemand nochmal ein Exemplar gefunden, wo die Bilder alle bunt sind. Also das sind normalerweise so, gute Frage, was sind das? Sind das so Holzdrucke oder so? Genau, normalerweise sind die einfach nur quasi die Außenlinien, aber es hat irgendjemand noch eine Version gefunden, wo dann alles schön farbig gemalt ist. Total hübsch gemacht. Das ist dann auch schon zu einer späteren Zeit, wo man, sagen wir mal, was Perspektive angeht, schon deutlich besser und genauer zeichnen konnte, als es die alten Quellen machen. Dazu vielleicht auch noch, üblicherweise wird Meyer als so der letzte oder einer der letzten großen Fechter in der gesamten Lichtenauer Tradition gesehen. Auch wenn das natürlich dann alles schon, wie man es heute sagen würde, ganz arg versportlicht war, weil da hat man ja auf Fechtschulen gefochten und sozusagen nicht auf der Straße, TM.
Genau, und die alten Quellen basieren ja alle auf der Idee, du hast jemand, der es dir zeigt, und das Fechtbuch selbst ist von dem Ganzen maximal eine Merkhilfe bzw. eine Unterstützung, manchmal auch einfach nur sozusagen Werbung, um, so wie Joachim Meyer jetzt, an eine bestimmte Position zu kriegen. Und ja, er geht auch auf ein paar Dinge ein, die einfach sonst sich nicht so viel in den, also gerade in den alten Quellen wiederfinden, zum Beispiel auch das ganze Themenbereich, wie gehe ich denn taktisch in einem Kampf vor. Also nicht einfach mein Gegner macht einen Oberhau und dann mache ich was dagegen, sondern warum macht er das überhaupt? Was kann ich tun, um ihn dazu zu bringen, diesen Oberhau zu schlagen? Ja, was auch sehr beliebt ist, ist, also ich habe tatsächlich immer den Eindruck, den eigentlichen Schwertteil fechten gar nicht so viele Leute, aber der Stangenteil von Joachim Meyer erfreut sich sehr große Beliebtheit, weil der, also der ist zum einen ganz gut beschrieben, hat ausreichend viele Informationen drin, ist auch von der Länge her ganz gut, während er halt auf Sachen aufbaut, die er da vorne im Buch erklärt hat. Also wenn man das beides zusammennimmt, hat man ein relativ umfangreiches, relativ ausführliches Beschreibung, wie man mit einer halben Stange fechten soll. Ja, also vielleicht kannst du mir sagen, was dein Eindruck ist. Dusäcke fechten ja durchaus viele Leute. Ja, also gerade die guten alten Lederdusäcke, wo ja auch auf dem einen oder anderen Event das nicht unüblich ist, das aus irgendwelchen Gründen oben ohne zu machen. Genau. Nur mit Tiefschutz bekleidet. Aber ja, also den Schwertteil, es gibt schon ein paar Leute, die das machen, aber ich habe immer den Eindruck, so, es gibt eine gewisse Konzentration, was die Stangenwaffen angeht, weil es da einfach nicht so viele gute Alternativquellen gibt. Und wer halt Dussäcke da hat, schaut auch mal da in das Kapitel rein. Man sollte vielleicht noch kurz erwähnen, das, was Meyer Rapier nennt, das sind frühe Rapiere, das wird heute in der Szene eher Sideswords genannt. Genau. Gut, aber so viel zu Meyer. Wir wollten uns ja eigentlich über das Meyer-Kreuz unterhalten. Und wir haben in der Corona-Folge festgestellt, dass wir da etwas unterschiedliche Ansichten haben. Also Meyer ist ja der Meinung, das ist ein total wichtiges Instrument, das sollte man unbedingt üben. Und ja, Michael, möchtest du einfach noch mal kurz deine Position vielleicht darlegen? Okay, also was genau siehst du dran? Was übt man, wenn man das macht? Was nimmt man daraus mit sozusagen?
Okay. Und wie ist das? Also ist das was, was du selber auch für dein Training genutzt hast oder immer noch nutzt? Und brauche ich da dazu das Meierkreuz, um diesen Effekt zu nutzen? Okay. Und siehst du das als was, was man im Training macht, zum Beispiel zum Aufwärmen, oder siehst du das, was man außerhalb des Trainings tut, dass man außerhalb des Trainings zum Beispiel das Mahlkreuz trainiert? Okay. Ich sehe das ja ein bisschen anders. Also ich denke, wo wir uns auf jeden Fall darauf einigen können, ist, wenn du Meier machst, dann solltest du seinen Ratschlägen Folge leisten und das Meierkreuz trainieren. Ich sehe das ein bisschen anders für die alten Quellen, also für die frühen Geschichten oder im Lichtenauer Zeitraum frühen Geschichten. Schneid mal alles raus. Okay, genau, also aus folgendem Grund. Wenn du jetzt mal kurz, oder welches ist die Quelle, mit der du hauptsächlich arbeitest? Okay, also den guten alten Danzig. Weil Meyer macht ja hier in diesem, in seinem Kreuz und seinen Hiebübungen sehr viel zum Beispiel vom Unterheu gebraucht. Also immer die Hälfte der Angriffe sind ja Unterheu. Wie viele Stücke aus dem Danzig werden denn aus dem Unterhau geschlagen oder enden in einem Unterhau oder beschäftigen sich überhaupt in irgendeiner Form mit einem Unterhau? Hast du ein Beispiel, was du gerade aus dem Kopf hast? Genau, und das ist der Punkt, weil das war's. Also, das Streichen aus dem Ringeck ist nicht mal in dem Danzig zu finden. Das Einzige, wo da explizit ein Unterhau genannt wird, ist im Krumpau, wo man sagt, naja, der Krumpau funktioniert auch gegen den Unterhau. Und auch wenn man sich so die Praxis anschaut, ist es so ein bisschen die Frage, wann ich den Unterhau an sich überhaupt nutze. Also, eine sehr beliebte Art, den Unterhau zu nutzen, ist, dass man selber im Alber steht, wartet, bis der andere seine Hände explodiert und ihm dann von unten auf die Hände zeigt. Ja, das ist sozusagen ein Unterhau in den Langort. Aber es findet sich in diesen frühen Quellen sonst irgendwie keine Verwendung des Unterhaus weiter. Und das ist bei Meyer ja anders. Der hat ja eh sehr viele Hiebe drin und hat denen auch allen einen Namen gegeben. Man mag sich jetzt überstreiten, ob das didaktisch sinnvoll ist oder nur die Leute ein bisschen überfordert, wenn sie dann noch den Glützhau und den Kniffelhau kennen müssen.
Aber auf jeden Fall, ja, Meyer hat einfach eine größere Bandbreite, die die alten Quellen nicht haben. Und da frage ich mich an dieser Stelle, wenn das so unwichtig ist, dass man auf den Unterhaus schon gar nicht genauer eingeht, wenn der in den Stücken selber keine Rolle spielt. Und also auch aus der Praxis merkt man ja relativ schnell, dass der Unterhau für das Zufechten nicht so das Allergeeignetste ist, weil man ja aus den Gründen des Überlaufens, also dass man selbst auf Schulterhöhe mehr Reichweite hat, als wenn der andere von unten nach oben arbeitet, dann ergibt es für mich nicht so besonders viel Sinn, irgendwie einen großen Schwerpunkt auf den Unterhau zu legen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Meierkreuz mache, dann habe ich die Hälfte der Zeit übrig Unterheue, obwohl die eigentlich gar nicht so die Rolle spielen. Verstehst du, was ich meine? Genau, also beim Zwerchhau steht das drin. Ja, also der Zwerchhau hat ja auch explizit Angriffe zu den unteren Blößen. Und das ist aber halt die einzige Stelle, wo das zum Körper, zu einer unteren Blöße aus dem Hieb raus gemacht wird in den alten Quellen. Wohingegen das Ähnlichste dazu ist die Erklärung des Kriegs im Stich, nee, andersrum, die Erklärung des Kriegs im Zornhornkapitel. Da basiert das aber alles drauf, dass man sticht. Ja, also man kommt mit dem Zornhorn rein, der Zornhorn wird versetzt in irgendeine Richtung, man wechselt durch zu einer anderen Blöße, also zur nächsten freien, man wird wiederum versetzt und so weiter. Das heißt, das, was ich nicht mache, sind diese großen Geschichten, wie ich es im Meier habe, also dass ich habe mein Schwert ganz rechts unten, dann bewege ich es einmal komplett um mich rum nach links oben, sondern ich habe meine Spitze vorne, lasse von mir, behalte also die Ortbedrohung und versuche so klein wie möglich die Bewegung zu machen mit dem Durchwechsel, um zur nächsten freien Blöße zu kommen. Und das ist so ein Gegensatz, der ist mir beim Lesen von Meyer aufgefallen. Das ist aber auch was, was sich aus meiner Sicht nach bei den Interpretationen auch zeigt. Meyer bevorzugt schon so große, gut sichtbare Bewegungen. Also er gibt da ja auch eine taktischen Input dazu, dass das auch dazu gedacht ist, den Gegner zum Beispiel in irgendwelche Fallen zu locken, die man ihm stellt. Aber für mich ist das vom Grundansatz her was anderes als dieses, sozusagen, enge, knackige, Oldschool-Lichtenauer System. Zack, Ortbedrohung aufbauen und sobald ich die Ortbedrohung habe, gebe ich sie nicht mehr auf. Und wenn, dann mache ich die kleinste Bewegung, die ich machen kann, nämlich so ein ganz kleines Durchwechseln, dass ich gerade mit der Spitze außen rum tauche. Die Sache ist halt, wenn ich das mit Stichen mache, dann habe ich nicht sozusagen vier Blößen, die in vier unterschiedlichen Variationen kommen, sondern da ist es im Wesentlichen halt, ich gehe immer zur nächsten freien Blöße weiter. Aber also ich finde, das macht nicht mehr so super viel Sinn, das nach so einer strikten Folge zu machen. Wohingegen, wenn ich wirklich Heu übe, dann ist es schon sinnvoll, weil dann macht es wirklich einen Unterschied, ob ich von links unten nach rechts oben gehe. Aber beim Durchwechseln ist dieser Unterschied relativ gering, egal von welcher Blöße zu welcher anderen ich gehe.
Okay. Also gerade das Durchwechseln hätte ich unter, also natürlich muss man da präzise zu sein, aber das ist von der Grundbewegung her so trivial, dass ich das zum Beispiel nicht irgendwie explizit so üben würde, sondern da würde ich eher gucken, dass ich halt die Präzision im Stich an sich habe, dass ich zum Beispiel mit der ersten Bewegung, wenn ich in den Langhaut arbeiten will oder halt in den Stich arbeiten will, dass ich dann da rauskomme, wo ich rauskommen will. Aber wenn ich nur die Spitze bewege, im Durchwechseln, das ist ja auch was, was man zum Beispiel gut im Daumengriff machen kann, dann habe ich da so viel Kontrolle drüber, dass es doch ziemlich einfach eigentlich ist. Und da würde ich meine Trainingsschwerpunkte eher woanders legen, sagen wir so. Okay. Würdest du mir denn prinzipiell recht geben, dass aber vielleicht jetzt so Sachen, die so auf kleiner Bewegungen aufbauen, wie das Durchwechseln, nicht der ideale Kandidat sind, um das Majakreuz durchzufechten, sondern dass es da eher um größere Bewegungen geht? Okay. Also die Sache ist natürlich auch, wenn ich das Kreuz mit Heulen schlage, kann ich das prima für mich alleine üben. Gerade wenn ich halt versuche, was aus dem Rebinden zu machen, sollte ich natürlich auch Klingenkontakt haben. Das heißt, das wäre dann eher wieder im Bereich Partnerübung einzuordnen. Also sowas gibt es ja im olympischen Fechten. Da hat man ja so kleine Kissen, die haben einen Arm dran, wo vorne eine Klinge drin ist. Und diese Klinge hat so eine Feder drin. Das heißt, man kann so ein bisschen Kontakt aufbauen und sie zur Seite schieben und sie federn dann wieder zurück. Genau, also das ist der eine Aspekt, der mich an dem Meierkreuz stört, dass es eigentlich auf Hiebe ausgelegt sind und ganz viel Unterheuer trainiert, obwohl das in den alten Quellen gar nicht irgendwie da im Fokus steht. Das zweite ist, ich sehe die alten Quellen als relativ abgespecktes System, sozusagen aufs Wesentliche reduziert. Du kannst, ich versuche Anglizismen zu vermeiden, aber ja. Und wenn ich, genau, geradlinig. Und wenn ich jetzt halt mir die Stücke anschaue, zum Beispiel irgendwie so ein Zornhausstück aus einer von den älteren Quellen,
dann kann ich da eigentlich ein Flussdiagramm draus ableiten. Also ich mache erst das, dann macht er das, dann macht er das. Und das ist, hat relativ wenig Optionen drin tatsächlich. Also es reagiert natürlich je nachdem, wie er versetzt, also ob er das zur Seite raus macht zum Beispiel oder ob er es nach oben macht, ob er weit zur Seite rausgeht. Aber man hat da relativ wenig Optionen und man muss sich auch dementsprechend nicht so viel merken. Und was einen ja im Gefecht langsam macht, ist, wenn man versucht, zu viele, also wenn man Entscheidungen treffen muss. Und je mehr Optionen man hat, desto langsamer macht es einen beim Entscheidungstreffen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal den Zornhau nehme, dann ist die. Er macht den Oberhau, okay, ich entscheide mich, den Zornhau zu schlagen. Und jetzt habe ich im Wesentlichen drei Möglichkeiten, sofern ich nicht eh schon getroffen würde. Ich mache den Zornhau mit dem Stich fertig, er versetzt mich zur Seite raus oder er versetzt mich nach oben. Und ich kann, muss dann halt eigentlich nur entscheiden, was macht er jetzt, ja. Ja, okay, und noch hart und weich, dann haben wir drei Optionen insgesamt. Und wenn ich jetzt halt mir das Meierkreuz anschaue, dann habe ich da einfach unendlich viele Optionen. Das heißt, ich kann mich selber auch in Bereiche navigieren, wo ich dann, also wo ich dann auch wiederum viele Optionen habe, um aus denen weiterzumachen. Und das ist eigentlich nicht das, was ich so als richtig sinnvoll ansehe, sondern ich schätze das hier an dem Lichtenau-System, dass es eben so eingedampft ist, sich auf das Wesentliche konzentriert und man dann halt trotzdem die Situationen, die sie sich damit, also die einem entgegenkommen und die man denen man sich ausgesetzt sieht, dass man die mit so einem kleinen System lösen kann. Okay, das finde ich interessant, weil gerade das würde ich halt sagen, also du versuchst eine große Menge von Optionen zu automatisieren, anstatt eine kleine Menge von Optionen zu automatisieren. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen rechts oben angefangen, dann habe ich ja je nachdem, welche von den Kreisen, welche von den Zirkeln des Kreuzes ich im Kopf habe, drei Optionen, wohin ich weitergehen kann. Und dann zusätzlich noch mit der kurzen Schneide, mit der Fläche, also habe ich noch mehr Optionen, die ich mir überlegen kann. Und ich würde eher davon ausgehen, dass das eher zu einer Analyseparalyse führt, weil, okay, welches davon? Also bis ich so viele Optionen automatisiert habe, weißt du?
Ich wüsste keine explizite Anweisung in irgendeiner Richtung. Nee, genau. Das kommt erst später. Die Sache ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel mir angucke, ich stehe in der rechten Hut vom Tag und mache einen Hau mit der kurzen Schneide. Den würde ich jetzt mal Schielhau nennen an der Stelle. Und es gibt ja die explizite Anweisung in den alten Lichtenauer Quellen: Schlag den ersten Hau, also im Zufechten, wenn wir uns da befinden, immer von deiner rechten Seite, also von deiner starken Seite, rechte Seite, wenn du Rechtshänder bist. Und es ist aber jetzt nirgends weiter beschrieben, zum Beispiel explizit im Schielhau, dass man den irgendwie von links machen sollte. Beim Zwerchhau ist das anders, der wird explizit auch von links beschrieben, aber der Schielhau kommt zum Beispiel in ganzen restlichen Texten nicht vor, dass der irgendwie von links mal gemacht werden sollte. Und jetzt ist halt die Frage, okay, das eine bezieht sich explizit auf das Zufechten. Ich kann ja auch auf die Idee kommen, wenn ich nah genug dran bin, mache ich einen Schielhau von links, weil ich habe den ersten Hau von rechts gemacht, vielleicht ist das ja eine gute Idee. Aber dadurch, dass das relativ klar bei manchen Stücken eben beschrieben wird, sie von beiden Seiten zu machen und bei anderen nicht, ist halt auch hier wieder die Frage, ist das wirklich sinnvoll, den dann von links zu üben? Oder ist das vielleicht was, was absichtlich weggelassen wurde? Einfach weil man sagt, das ist körpermechanisch nicht so das Gute wie von rechts. Und es reduziert absichtlich deine Anzahl Optionen, dass du dir über weniger Dinge Gedanken machen musst. Ich sehe das ein bisschen so, wenn ich im Zufechten bin. Das heißt, wenn wir noch keinen Kontakt haben, dann habe ich Zeit zum Nachdenken. Da kann ich mir überlegen, was wäre denn eine gute Aktion. Dann kann ich mir zum Beispiel aussuchen, wenn er jetzt einen Oberhau macht, welchen von den Meisterheulen schlage ich dagegen, beziehungsweise von den verborgenen Heulen. Und sobald wir aber im Klingenkontakt sind, kann das so schnell gehen, dass ich nicht mehr die Zeit habe, das mir bewusst zu überlegen, sondern muss ich halt mich auf das verlassen, was ich trainiert habe. Ja, dann kommt mein Training zu tragen, meine Reaktionen. Und ich glaube halt, wenn man weniger Optionen hat, die man in mehr Fällen anwenden kann, dann ist man an dieser Stelle schneller, weil einen das nicht lähmt, mehr Optionen zu kennen, mehr Optionen machen zu können, sondern deshalb, dass man so ein reduziertes Set einfach dann schneller abrufen kann. Sind wir da nicht schon im Sportfechten, in der versportlichten Form des Fechtens, weil dann fühle ich ja gar nichts mehr. Wenn ich einfach nur das mache, was ich in meiner Abfolge gelernt habe, ohne am Schwert zu fühlen, was passiert, ist das dann nicht alles schon der Sport anstatt das echte HEMA.
Genau, das wäre ja auf jeden Fall das Ziel, dass ich das drin habe. Automatisch nächste Aktion, passend zu dem, wie der Gegner sich verhalten hat. Wäre das ja nicht, also wenn man das reinkriegen wollte, wäre es doch eigentlich sinnvoller, das Meierkreuz grundsätzlich als Partnerübung zu machen. Dass sozusagen nicht der Fechter, der das macht, sich entscheidet, in welcher Reihenfolge ich die Blößen angreife, sondern derjenige, der versetzt, hat das Meierkreuz im Kopf und entscheidet sich anhand von, entscheidet sich einfach, wie er versetzt, und der andere muss dann quasi immer richtig darauf reagieren. Woran würdest du denn messen, ob das Meierkreuz einen positiven oder negativen Einfluss hat, wenn du dir jetzt vorstellst, du machst das mit deiner Trainingsgruppe, irgendwie mal ein halbes Jahr lang, was auch immer, schon immer, weil man eben Meier ficht. Woran würdest du merken, dass das Meierkreuz ein Erfolg ist? Okay, das ist tatsächlich auch ein Aspekt, den ich sehr spannend fände, weil ich glaube, die wenigsten hier haben mal so einen A-B-Test gemacht mit Trainingsmethodik und mal zwei Gruppen miteinander verglichen, sondern man vergleicht immer die gleiche Gruppe zeitlich nacheinander. Und so, ich wollte jetzt eigentlich mehr auf das Ding raus, bauchgefühlsmäßig. Also wenn du jetzt sozusagen als Trainer die Gruppe anschaust, wann würdest du sagen, okay, ich glaube, das hat sich ausgezahlt, oder woran würde ich es fechterisch sehen? Ist es dieses schnelle Weitermachen, Blößenwechsel, zack, zack, oben, unten, links, rechts? Okay, dazu kenne ich zum Beispiel die Übung, also wenn man es frei macht, ohne jetzt sich direkt an das Kreuz zu halten, dass einer vor einer Wand steht und der andere soll ihn im Wesentlichen mit Hieben und Stichen eindecken, zu allen Blößen, munter im Wechsel, wie ihm das gerade gefällt. Und der an der Wand muss das sozusagen abwehren, indem er versetzt und sich dann einfach nicht treffen lässt, oder solange es geht. Ist ja auch so ein bisschen die Frage immer, das wurde ja auch jahrelang heiß diskutiert, bis irgendwann die Leute so ein bisschen alle die Lust dran verloren hatten, das noch weiter zu diskutieren. Ist es überhaupt eine gute Idee, das Versetzen an sich zu trainieren? Weil eigentlich soll man ja nicht versetzen, sondern man soll ja immer mit dem Hieb oder Stich irgendwie antworten können.
Umgekehrt wäre es ja auch sinnvoll, eigentlich dann zu üben, mit dass ich die Angriffe mache, ohne dass ich mich aufmache. Wäre das was, was man tendenziell auch machen würde, diese Hiebkombinationen, bevor ich irgendwie Klingenkontakt habe, sozusagen ich gehe mit Hiebkombinationen auf den anderen zu? Ich freue mich ja immer, wenn das Leute machen, weil ich Leuten gerne auf die Hände haue. Ich oute mich da an dieser Stelle. Ja, müssen nur alle ihre Hände genug schützen, dann hat man da keinen Anreiz mehr dazu. Oder eine super Übung dazu, seine Hände aufzumachen, weil man sich so viel bewegt und sie dem Gegner dann anbietet. Ich glaube, wir überlassen an dieser Stelle die Entscheidung, wen Sie denn überzeugender fanden, den Zuschauern, Zuhörern. Zuschauer habe ich hoffentlich keine hier. Und ihr könnt uns ja mal schreiben, habt ihr den Eindruck, also die Grundfrage war ja mit dem Meierkreuz zu den bloßen Fechten. Grundlage oder Zeitverschwendung, hot or not? Schreibt uns doch mal an post@schwertgeflüster.de oder über Facebook. Was meint ihr nach der Folge? Hat euch das in die eine oder andere Richtung zum Nachdenken gebracht? Oder habt ihr von Anfang an gesagt, Meier ist der Geilste oder Meier ist der Letzte und das ist auch dabei geblieben? Wir werden sicherlich auch in ein paar Wochen bis Monaten mal auswerten, welche Folgen eigentlich am meisten gehört werden. Wir sind ja gespannt, ob das jetzt zu spezifisch war für unsere Zuhörer oder ob die alle Firmen in dem Thema sind, weil ich meine, es gäbe noch eine ganze Menge mehr obskurer Techniken in irgendwelchen Manuskripten, über die man eigene Folgen machen könnte. Zum Beispiel Liegnitzers Sparren, wie ich den Sparren mache. Also wer das nicht kennt, Liegnitzers, ich glaube, 12. Dolchstück, das letzte im Danzig, hat einfach die einzige Anweisung, macht den Sparren. Ah, das kommt an einer anderen Stelle. Steh unbekümmert, auch ein wichtiges Element. Das ist nicht ganz einfach für manche, das hinzukriegen.
Genau, und ich habe argumentiert, dass ich denke, dass das zu viele Optionen bietet, die es gerade in den alten Quellen gar nicht gibt in der Form oder auf die kein Wert gelegt wird und dass das am Ende eher dazu führen wird, dass man nicht mehr weiß, wie man weiterfechten sollte, weil man von den Optionen erschlagen wird. AKA, das ist wahrscheinlich so eine Meierspielerei. Könnt übrigens auch gerne mal erwähnen, ob ihr das mit den Zusammenfassungen am Ende der Folge eigentlich hilfreich findet oder nicht. Auch da sind wir durchaus zu Anpassungen bereit. Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.